Die Fräulein Kurwig-Wahl 2016 neigt sich so langsam dem Ende. Und das geht einfach nur mit einem richtig geilen Team, wirklich richtig geil. Und dieses Team ist mittlerweile wirklich eine Family geworden. Ich kann Ihnen sagen, wir haben 6 verschiedene WhatsApp-Gruppen. Ein Hoch auf diese Technik heutzutage. Ich weiß nicht, ob wir das vor 20 Jahren mit dem Fax gemacht hätten in der Nacht oder so. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Jedenfalls kommt mitten in der Nacht, wenn einem was einfällt, eine WhatsApp-Nachricht und du liegst im Bett. Was ist es? Oh, betrifft mich nicht. Kannst weiter schlafen. Es waren 3 Tage für uns Countdown, nonstop, wirklich. Und wir haben so viel Zeit, so viel Herzblut und alles darin investiert. Und das waren wir für Sie. Und deshalb darf ich jetzt mit einem Riesenapplaus auf die Bühne bitten hier heute. Für Sie, das Team der Fräulein Kurwig, Aldiana Horonovic. Verena Bode. Biggie London. Sarah Luck. Katrin Schäfer. Kerstin Götz. Sie hat sie betreut, sie hat sie abgeholt. Sie war 24 Stunden der Stöpsel, der in die Wanne wieder reinkommt, wenn das Wasser anfängt rauszulaufen. Und das hat sie so fantastisch gemacht. Und sie ist ein Herzensmensch für euch hier. Anja Morin! Jetzt kann man sich ja vorstellen, so als Fräulein Kurwig, wenn man das zu Hause macht, ne, das macht man mal eben kurz so zwischen Kindergarten, Gulaschsuppe kochen und Schnittchen für den Alten schmieren. Aber da braucht man natürlich auch eine Hilfe im Büro. Und das ist sie. Sie ist fürs Backoffice zuständig. Einen Riesenapplaus für Silke Wienen. Silke können Sie übrigens auch als Plus-Size-Model bei QVC sehen. Jawoll! Dann habe ich hier noch den Mann an den Turntables, der für uns hier die Mucke gemacht hat. Und das ist unser Danny Bongas. Choreografie. Ihr Steckenpferd. Sie ist sonst viel unterwegs, sie reist quer über die Welt, aber wenn es dann heißt, es geht wieder bei uns in die heiße Phase, dann ist sie immer mit dabei. Ein Riesenapplaus für das, was heute hier gezeigt worden ist. Ein Riesenapplaus für the one and only, für Sabrina Schaumburg! Der nächsten Dame kann ich Ihnen sagen, wir kennen uns schon länger als 15 Jahre. Ich meine, wie viele Leute man hier kennt, das ist ja erstaunlich. Ne? Also ich meine, wenn man so 15 wäre, würde man sagen, man kennt nicht so viele aus dem Kindergarten vielleicht. Ne? Aber ich habe 16 Jahre lang ein Großevent moderiert auf der Königsallee im Karneval. Karneval Samstag, den legendären Tuntenlauf. Und sie war immer mit ihren Mädels als Cheerleaderin dabei. Wobei man sagen muss, Cheerleader sind ja immer leicht bekleidet. Kleine Hotpants, ein leichtes Bustier
Und das in Düsseldorf auf der Königsallee. Bei Schnee von oben und minus 15 Grad hatte sie sich nicht nehmen lassen und ist trotzdem so mit ihren Mädels erschienen. Ein Riesenapplaus für die Trainerin mit dabei, Laura Goimann. Tja, im Bild wird auch bei uns vieles mitgehalten hier heute. Und Sie haben ja unten auch unsere Fotoleinwand gesehen. Und da müssen Sie nachher wirklich Bilder machen. Das ist so geil. Ich komme auch gleich runter und stelle mich dazu. Können wir alle schön ein Selfie mitmachen mit dem Teil. Das ist so genial. Ich freue mich total darüber, wenn die Bilder wieder im Internet erscheinen. Weil da sind letztes Jahr schon rattenscharfe Teile dabei rausgekommen. Und in diesem Jahr garantiert auch. Und dafür ist unser Marcel Bonsitz zuständig. Und Ton. Die Jungs sitzen den ganzen Abend im Dunkeln, weil sie geben uns die Stimme und sie geben uns das Licht. Wenn ich sage, bei drei ist das Licht aus, ist es aus. Eins, zwei, drei. Das läuft ja gut. Haben Sie schon Feierabend da hinten? Ich habe vom Licht gesprochen, nicht vom Ton. So, ein Riesenapplaus hinten an der Technik. Jetzt kriegt ihr neuen Namen. Für euch da hinten, Max und Moritz, der Jens und der Ben. So. Ja, ein Styling-Team fehlt natürlich, ne? Die wissen, wo was hingehört, wo was Trupp gehört. Und wie sie damit umgehen sollen. Ein Riesenapplaus an das komplette Styling-Crew-Team hier heute, hier bei uns, bei der Fräulein Kurbich-Wahl heute hier, an Anne Hübig und ihr sensationelles Team! Die mir richtig ans Herz gewachsen ist. Sie ist so lieb, sie ist 24 Stunden auch für einen da. Und ich kann nur einfach sagen, sie ist ein herzensguter Mensch. Mein Lieblingswonneproppen des Tages für heute hier. Unsere Erika Krohn. Für die Fotos vergessen noch. Wo ist er denn? Thorsten! Oh. Da gibt es ja kein Ende da hinten. Tja, meine Damen und Herren, für mich ist der Part jetzt so langsam erfüllt. Ich freue mich, dass wir jetzt gleich zum Anschluss kommen. Und den wird Ihnen jetzt eine Dame verkünden. Begrüßen Sie noch einmal heute mit einem Riesenapplaus die Dame, die sich die Gedanken dazu gemacht hat, überhaupt so etwas auf Bretter zu bringen und diesen ganzen Event zu stemmen. Ich kann Ihnen sagen, ich habe vor 20 Jahren schon für Cartoon in Düsseldorf gemodelt und da ist das einfach eine riesengroße Firma. Das ist eine Mutti, die zu Hause sitzt und alles macht. Und das mit Herzen. Mit ihrer Tochter dabei und mit ihrem Mann. Ein Riesenapplaus für Melanie Hauptmanns.